Ihr habt gesagt, ihr wollt ein Video über das Pulverbeschichtungssystem. Hier ist es. Servus und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ja, in den Kommentaren von den letzten beiden Beschichtungsvideos habt ihr ja geschrieben, dass ihr auf jeden Fall diese Pistole oder dieses Beschichtungssystem mal genauer vorgestellt haben wollt. Ja. Deswegen gibt es jetzt hier dieses kurze Video dazu. Ich möchte das auch gar nicht so langweilig gestalten und es jetzt nicht auspacken und euch jedes einzelne kleine Detail zeigen, weil für mich waren eigentlich einfache Dinge wichtig, wie es muss schnell gehen, es muss funktionieren und es muss ein gutes Ergebnis bringen, wenn ich mir schon ein Pulverbeschichtungssystem für zu Hause anschaffe. Und ja, da ich jetzt hier so eine Produktvorstellung mache, muss ich hier oben dieses Video auch als Werbevideo kennzeichnen. Aber wir gehen jetzt mal an die Werkbank, da packen wir das hier mal aus, zeige ich euch mal, was so ein bisschen an Zubehör dabei ist. Und dann beschichten wir nochmal einen Lampenring, damit ihr auch seht, wie das so funktioniert mit dem Trigger von dieser Pistole, dem Pulverauftrag und der Menge, die man damit steuern kann. Ist eigentlich ein ziemlich cooles System. Los geht's. Ja, geliefert wird das ganze System hier in so einem schönen Kunststoffkoffer. Dabei ist in dem Set die Pistole, einmal hier so hitzebeständiges Klebeband und dann hier die Anschlusskabel mit, ja, das wird Trafo sein. Dann sind hier so kleine Häkchen noch dabei, womit man was aufhängen kann. Ein bisschen schwarz-mattes Pulver, um zu testen. Und dann hier noch so ein paar Stopfen, da sind auch schon ein paar Stopfen von mir noch dabei, die ich übrig hatte, damit man dann Gewinde, die dann nicht beschichtet werden sollen, zugestopft werden können. Bedienungsanleitung, die habe ich jetzt hier hinten reingelegt. Gibt es natürlich auch, alles wunderbar beschrieben, mit allem drum und dran, worauf man achten muss. Tipps, was ist wichtig, worauf muss man achten. Will ich aber jetzt mit euch nicht im Detail durchgehen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Pistole und was da dran so ein bisschen zu beachten ist, was ich jetzt auch schon festgestellt habe, weil ich habe schon ein paar Teile jetzt beschichtet. Und ja, diese Pistole ist geeignet, um kleinere Teile oder um Kleinteile zu Hause zu beschichten. Alles, was so in den normalen handelsüblichen Backofen passt, weil nicht viele haben die Möglichkeit, sich einen riesengroßen Backofen irgendwo hinzustellen und da eventuell auch Felgen und sowas zu beschichten. War auch gar nicht meine Kaufentscheidung. Für mich ist das System hier wirklich nur für Kleinteile vorrangig gewesen. Und dazu muss ich sagen, war das auch genau die richtige Entscheidung. Ja, das ist so eine normale Pistole. Sieht aus wie ein ganz normaler handelsüblicher Haushaltsföhn. Und hier wird das entsperrt. Und dann kann man hier vorne die Pulverkartusche rausnehmen. Hier kommt das Pulver rein. Das kann man aufschrauben. Wird dann befüllt. Dann hier wieder ganz normal zu. Dann in die Pistole wieder rein. Verschließen. Dann nur noch hier anschließen und schon kann das losgehen. Ja, ich habe jetzt mal den Netzstecker angeschlossen und dieser kleine Stecker hier kommt hier hinten in die Pistole rein. Und das ist die Erde, die Masse oder die Erde, die wird an dem Werkstück angebracht und hier vorne ist die Elektrode verbaut. Ich gebe euch nur den Tipp, wenn ihr beschichtet, fasst da nicht drauf, weil ich da auch schon voll eine Gewicht bekommen habe. Und ich zeige euch das nochmal. Genau, hier in dem Pulverbehälter wird ja dann das Pulver verwirbelt und tritt hier vorne aus. Und das strömt ja dann über diese Elektrode hier drüber und lädt sich damit statisch auf, dass das dann sich an dem Werkstück, wo dann die Masse dranhängt, überall schön und satt dranlegt. Okay, so viel schon mal zu dem ganzen System. Und angeschlossen ist es. Hier habt ihr so ein, wie bei einer Pistole, so ein ganz normalen Trigger und wenn ihr da leicht drauf drückt, dann merkt ihr, dann fängt die schon an und erzeugt hier wirklich einen ganz, ganz feinen Luftstrom, was halt natürlich auch viel mehr geht und weiter. Ja, das lässt sich dann wirklich super gut dosieren, gerade für kleinere Werkstücke hier einfach ganz zart und sanft wählen, und wenn man dann mal größere Flächen hat. Aber das schauen wir uns jetzt nochmal in der Absaugung direkt an. Jetzt rüsten wir auch nochmal die Pistole ein, machen hier mal Pulver in die Box
oder in diesen Pulverbehälter. Da gibt es übrigens auch mehrere, dass man einen einfacheren Farbwechsel hat, weil dann kann man dann einfach die Farbe raus, pustet das hier vorne ein bisschen frei, neue Farbe rein und weiter geht's. Ja, was beim Pulverbeschichten auf jeden Fall total wichtig ist, eine gute Absaugung und um euch selber zu schützen, auch eine Staubschutzmaske. Und jetzt machen wir mal hier das Chrompulver rein, weil wir den Lampenring dazu noch beschichten wollen. Ich habe schon mal mit diesem Chrompulver gearbeitet, dazu habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben in der Infobox. So, und schon ist die Pistole im Prinzip einsatzbereit. Wenn ihr am Anfang die Pistole habt und ihr wundert euch, dass da kein Pulver rauskommt, dann müsst ihr hier mal ein bisschen schütteln und dann fängt das schon an. Und ihr seht ja, dass dieser Pulverstaub hier wirklich schon ganz, ganz fein rauskommt. Das geht bis dahin, wenn ich mal voll durchdrücke, dass da richtig viel zum Beschichten, wenn ihr mal größere Teile habt, lassen die sich dann einfacher und schneller, oder lässt sich dann einfacher und schneller das Pulver auftragen. Ja, der Ofen ist jetzt vorgeheizt und jetzt trage ich mal auf diesen Scheinwerferring hier das Chrompulver auf. Das ist ein defekter Scheinwerferring, aber zum Testen eignet der sich wunderbar. Den habe ich vorher gestrahlt, habe das Chrom ein bisschen abgestrahlt, dass wir jetzt hier die Beschichtung oder das Pulver schön auftragen können. Immer versichern, dass die Klemme oben angeschlossen ist. Und dann kann ich das euch mal zeigen hier. Habt ihr das gesehen? Das heißt, wir haben schon mal Kontakt. Und jetzt sind wir auch sicher, dass das Pulver sich da wunderbar aufgeladen an das Bauteil setzt. Ja, Bauteil ist im Ofen, 20 Minuten dauert das jetzt, laut Herstellervorgaben. Was kann ich euch noch dazu sagen? Ihr müsst immer darauf achten, was die Pulverhersteller angeben, wie lang die Einbrennzeit ist für diese ganzen Lacke oder für diese ganzen Pulverlacke. Aber das steht eigentlich auf jeder Packung drauf. Da hat jeder so ein bisschen sein anderes Rezept. Größere Bauteile, die dauern ein bisschen länger, kleinere Teile, die gehen ein bisschen schneller. Aber wenn ihr euch da dran haltet, hier track ich die Temperatur noch ein bisschen mit so einem Thermometer, dann kann eigentlich in der Regel nichts schief gehen. Ist auf jeden Fall einfacher als lackieren. Wir sehen uns gleich das Ergebnis an. 20 Minuten sind um, ich habe gerade schon mal reingeschaut. Sieht wirklich sehr gut aus. Bauteil jetzt raus, abkühlen lassen und dann schauen wir es uns nochmal in der Detail und in der Nahaufnahme an. So, laut dem Gerät hat das Teil nur noch 29 Grad, das heißt, wir können es anfassen, aber ich teste das immer vorher nochmal, weil wer weiß, der Technik kann man ja nicht immer vertrauen. Oha, ja, das sieht wirklich richtig gut aus und ihr seht, wie man mit einfachen Mitteln oder wie dieses Pulverbeschichtungssystem hier funktioniert,
Diesmal sieht das auch wirklich ein bisschen mehr nach Chrom aus. So hatte ich mir das eigentlich beim letzten Mal auch vorgestellt. Ich denke, ich habe bei dem letzten Mal einfach zu viel aufgetragen. Hier habe ich ja ein bisschen weniger Pulver auf das Teil aufgetragen und dann ist das auch besser verlaufen. Das sieht auch wirklich glatter aus. Aber zum Testen war das doch jetzt wirklich mal gar nicht so schlecht. Ich empfehle das auch jedem von euch. Holt euch mal ein paar alte Teile, beschichtet die, bis ihr das so ein bisschen raus habt, wie ihr das Pulver auftragen müsst und von der Schichtstärke, wie ihr damit dann zurechtkommt. Aber das geht ruckzuck, das hat man wirklich richtig schnell im Griff. Aber es ist wirklich, wirklich gut geworden und es sieht diesmal wirklich aus wie Chrom. Ja, Pulverbeschichten ist denkbar einfach mit so einem System und auch kinderleicht und gerade so hier für Kleidteile ist das wirklich perfekt geeignet. Und ich benutze es ja jetzt schon ein bisschen und kann wirklich dieses System hier uneingeschränkt empfehlen. Und ja, ich werde jetzt hier noch ein paar Teile beschichten und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin auch drin. Ciao.